bin wieder da. Tim, mein Raptor hat einen Baby-Raptor bekommen. Scheiße, ich kann mich mit dem Tor nicht bewegen, oder was? Nee. Mit dem Tor? Wissen wir, wiegt das schon? Oh, mein Stream, ja, es tut mir leid. Ich habe leider Internetprobleme. Es tut mir leid. Oh, echt? Cool. Mutationen sind selten. Nice. Warte, legen die dann nicht... Aber doch, die legen Eier, aber daraus ist was geschlüpft. Hm. Nanu? Oh, ich läge. Ja, ja. Ja, ich auch. Wir haben leider kein gutes Internet heute. Gibt's in dem Spiel eigentlich... Das ist selber gespeichert. Ach so. Gibt's in dem Spiel eigentlich Tiere, die keine Eier legen? Also die direkt Säugetiere zum Beispiel? Oh, der folgt mir! Guck mal, wie klein der kleine Süß ist! Ich befürchte ein bisschen. Oh, guck mal, wie klein ist! Komm mal zu mir, bitte! Komm mal her! Oh mein Gott! Was war das? Ah, oh, ja, erschrocken. Okay, danke für deinen Support. Könnt ihr mal kommen? Könnt ihr mal kommen, bitte? Könnt ihr mal kommen? Ja, du siehst gerade im Stream. Komm mal zu mir. Da bist du gar nicht online. Ich sehe es gerade im Stream. Kann mal jemand zu mir kommen? Das hier im Spiel genießen? Schau mal. Hier, dieser kleine Sweetheart. Wo ist hier? In meiner Basis. In meiner Basis, in unserer Basis, hier im Garten. Hier. Komm so schnell du kannst. Mit ganz, ganz, ganz großen Schritten, wenn das geht. Guck mal da vor mir. Guck mal. Mach dich mal ganz klein. Nice. Und dann zoom ran. Guck mal, wie süß. Ich bin ein Riesenkopf. Ja, ist das süß, ne? Kleiner grüner Grashüpfer ist das. Ich kann bestimmt schon zwicken. Zuwendung, der braucht Zuwendung. Knutsch den, knutsch den. Tätscheln. Ich weiß nicht, wie das geht. Ist nur Inventar öffnen. Optionen. Halten. Kastrieren. Weh, du kastrierst ihn. Was? Ich weiß nicht, wie man den schmust. Also nicht. Ja, der stirbt sonst noch nicht. Wahrscheinlich einfach nur Fleisch. Also ich habe den Fleisch gegeben. Guck mal, der folgt mir sogar mit richtig großen Schritten. Guck mal. Taps, 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 taps. Oh, Sweetheart. Der ist süß, oder? Mhm. Oh mein Gott. So, jetzt folgt er mir nicht mehr. Ist der nicht süß? Wait, hallo Eddie. Guck mal, wie knuffig. Guck mal, der hat da so einen ganz roten Punkt, wo das Öhrchen ist. Und der kann jetzt schon 3 Kilo tragen. Der wird immer stärker hier. Kleine Süßi. Okay, das war ein Grüner. Wer sind die Eltern? Ich guck mal eben. Vorfahren anzeigen. Mini-Rex und Kettensäge. Ha, also die blauen Frösche haben anscheinend eine Mutation bekommen. Das ist wohl ultra selten. Also unsere erste Zähmung wurde direkt krass. Ich frage mich, was passiert, wenn man den Mutierten nochmal, ihr wisst schon, klont. Und komm mal kurz rein ins Haus, bitte. Schatze? Warum hat denn der eine, was ist das denn überhaupt? Pippi? Ja, warum hat er da so ein Leuchten? Weil ich habe den auf Schutzturm gemacht. Ach so, okay. Ja, weil hier können leider noch Kompis rein. Guck mal, ich habe hier so eine Lücke und Kompis können hier wohl noch durch. Aber das hat nicht geklippt, da hatte ich keine Lust mehr. Oh, okay. Können wir hier durch? Nee, aber die Kompis schon. Aber meine Raptoren sind aggressiv, also sollte ein Kompi da reinkommen, okay. Ist der Brei. Dann war es das, dann kompiert der nicht so lange. Ja, und? Gefällt dir die Basis? Ich habe leider erstmal noch ein Bett, weil mir fehlte das Leder, aber. Ist doch ganz süß aus bis jetzt, oder? Ja, ich stoße mir den Kopf in einem Türrahmen, aber sonst. Ja, es gibt halt. Verluste gibt es halt immer. Das. Leider. Das Komische ist, wenn ich in der Ego-Perspektive bin. Also ich gerade so unten drunter her, aber eigentlich... Achso, weil dein Charakter so riesig ist? Ja. Hm. Also in der Ego-Perspektive bin ich nicht auf Augenhöhe. Hm.
Ich habe jetzt eine Steinwand, aber er sagt keinen Einrastpunkt. Was braucht er denn zum Einrasten? Ein Zaunfundament. Ja, Zaunfundament, genau. Ah. Schatzi? Ja? Kannst du dir mal eben Prinzessin schnappen? Hier, den Froggo? Ja. Weil dann machen wir jetzt mit dem Mutanten und mit dem Halloween-Skin ein Baby. Dann einmal hier zum Hafen. Au. Ja, mal gucken, was passiert. Das muss dann wohl richtig krank sein, oder? Mhm. Ups. Achso, man muss hier Froschleich machen. Ja, genau, richtig. Hier, wo meiner ist. Wir müssen leider daneben stehen. Die Frösche gleich safen. So, direkt daneben. Dann, Verhalten, Paarung aktivieren und dann bei deinem auch eben. Weil theoretisch bekommen wir dann Halloween-Skin und Mutation. Also wenn das nicht kranke Kinder werden, oder ein krankes Kind, ich auch nicht. Ein Halloween-Mutant. Ich glaube, zu gucken ist so ein bisschen doof. Und wie geht's dir, Eddie? Tim? Wie lange dauert es denn? Ja, wenn du da rangehst, ist das so ein Prozent-Dings. Aber du darfst nicht reiten, weil dann wird das wieder auf Null. Naja, das... Das hat nämlich Pete gestern gemacht. Weißt du, wir haben Liebe gemacht und das Erste, was Pete macht, er setzt sich drauf, ne? Ja, gut. Ja. Hast du sie gepfiffelt? Nein. Ich hab gerade auf Play gedrückt. Achso. Wie Prozent sind die schon? Kann man das irgendwo sehen? Das war 50, glaube ich. Dann geht das schnell. Ja, hier hatten wir das auch gemacht und das klappt echt gut. Also da kam auch kein Feind oder so ran. Vielleicht vor den Itchies muss man aufpassen oder so. Alter, das Bauen, das benötigt aber Zeit und Geduld. Ja, und sehr lange. Ressourcen. Ja, also vor allen Dingen Ressourcen. Vor allem Geduld. Vor allen Dingen alles. Oh, 91%. Oh, okay. Sweet. Sweet. Oh, der hat gequakt. Oh, ich glaube, es ist soweit. Ja. Passiert jetzt was? Zur Paarung bereit? Bereit zur Paarung in? Es müsste hier irgendwas sein. Ja, der leuchtet was. Was? Wo? Ja, du musst mal den Frosch wegparken. Von außen siehst du das. Also von oben kannst du es so... Mal reiten und... Ja, kannst weg, du machen. Was? Kannst du machen. Und dann siehst du es von oben. Siehst du, was da unten jetzt ist? Oh, ja. Das hier ist ein Froschdude. Froschleich. Lass mich gleich mal schauen. Brutdauer 98%. Wir müssen das einfach hier lassen. Also. Achso, das muss runterlaufen, ne? Genau, richtig. Das reicht. Ist da richtig easy bei denen? Ja, total. Aber wir müssen uns halt eigentlich theoretisch verteidigen. Also wenn so ein Itchy ist, denke ich, greift er das auf jeden Fall an, ne? Ja. Ja, aber hier ist ja nicht viel los. Und Pete hat gestern alle Frösche mitgenommen, also wirklich alle. Und wir haben ja so irgendwie 7 oder sechs, ich weiß nicht. Und hat die alle auf alle Sachen gejagt. Und das war wohl... Ein Schlachtfest. Du kannst einfach über den Zaun springen. Ja. Huch. War beide. Ha? Ja. Ich bin fast direkt bei dem nächsten wieder rausgesprungen. Ja, das ist schon krass. Gibt's einen kleinen Mini-Rex so? Noch genug Fleisch, ja. Okay. Nice. Oh, ist der süß. Der ist so ein kleiner Dude. Guck mal, wie klitzeklein der ist. Schon niedlich. Okay. So, Freunde der Nacht. Was machen wir Schönes? 3 Stunden. Tja, weiß ich nicht. Okay. Achso, ich wollte ein Windrad bauen. Ich guck mal, was man dafür alles braucht. Elektronik.
Windrad. Ich frage mich, ob das... Ich meine, der erzeugt ja da... Windrad braucht Elektronik. Der Elektronik habe ich da vorne reingetan gehabt. Da müsste doch noch was drin sein. Ja, aber das reicht nicht. Aber ich hatte hier noch woanders Elektronik reingehauen, deswegen muss ich da nochmal schauen. Beziehungsweise sind dann auch die Perlen. Da kann man ja auch noch Elektronik dann machen. Mit Perlen kann man Elektronik machen? Siliziumperlen, ja, braucht man. Oh, das wusste ich gar nicht. Könnte sein, dass ich das sogar brauche. Aber nicht viele von, weil die... Windrad. Wie viel genau? Ein Elektronik. Leute so bauen können. Ein Elektronik? Okay. Ich habe gehofft, dass hier vielleicht noch in der Kiste irgendwas ist. Kann man? Da gucken, ob ich das vielleicht irgendwo reingetan habe. Ist jetzt fertig. Ist schon fertig? Mhm. Okay, dann baue ich jetzt das Windrad. Was fehlt dafür noch? Einmal herstellen. Windturbine. So. Ich baue die mal dahin und guck, was passiert. So viel Licht oder so. Baue ich die am besten neben's Haus oder aufs Haus? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Okay. Platzieren. Wo ist das Ding riesig? Dreht es sich? Es dreht Alter, sich. Das ist riesig. Das ist ja ein Windrad, ne? Okay. Warte, ich mach das woanders hin, weil man kann da nicht gut landen. Ich würde es aufs Haus machen. Aufs Haus? Ja. Okay, warte, möchtest du das machen? Da muss dann aber noch eine Plattform hin oder so, ne? So eine Decke. Huch. Ich tue dir das hier rein. Und ich hole dich mal kurz um den Tapir ab, dann kann, kannst du das da hinsetzen. Dann sind wir das Propellerhaus. Okay, setz dich drauf. Hast du es aus dem Schrank genommen? Ja. Achso, ich soll hoch. Ja. Aha. Das ist so eine Strickleiter. Mhm. Eine ganz blöde Frage. Jetzt habe ich hier so ein Tor, ne? Mhm. Aber anscheinend keine Türen dafür. Muss ich da separat irgendwas ja. Etwa so. Ja, musst du alle. Ups. Oh, ich bin nicht mehr drauf. Warum? Okay. Ach, ich komme automatisch gegen das Dach, wenn ich hier springe. Ja. Ich geh raus. Okay. Ja, du musst ein Tor dafür haben. Das ist einmal das Dino-Steintor und dann noch die Türen. Für den Bohrbogen und das Tor. Ja. Okay. Geh mal zur Seite. Ja, das kann man hier drauf setzen. Ja, dann go. So oder so? Kann ich nicht sehen. Mach mal, wie du denkst, es schöner ist. Okay, ich bin bereit. Das erste Haus mit Propeller. Das sieht witzig aus. Und es dreht sich direkt. Nee, gar nicht. Es dreht sich gar nicht direkt. Doch, doch. Tut's doch. Nee, der Kopf, der... Ich hab den andersrum hingestellt gehabt Hola. Hier. Hola. Hola, como ist das? Muy bien. Gracias, y tú? Kann mal gucken, also. Hier, komm mal her. So. Gut! Genau. Was hast du gefragt, Freya? Ob es dir geht. Muy bien, gracias. Und muy müde tatsächlich. Muy müde. Das sieht ein bisschen weißt schöner aus, Schatzo. Weißt du nicht mehr, was müde auf Spanisch heißt? Müde, nee, tatsächlich nicht. Tranquilo heißt ruhig. Nee, müde weiß ich nicht. Translation. In Richtung Meer, oder? Machen wir aus Englisch und Spanisch. Nee, andersrum. Dann tauschen wir und dann schreiben wir müde. Asando. Wie heißt das? Warte. Asando? Ha. Warte. Wird's denn geschrieben? Warte. Okay.
Kansado. Also wie man schreibt mit C. Kansado. Amigos, adios. Das ist gut. Geh mal auf den Tab, dann zeige ich dir das eben. Darf man überhaupt im Stream singen? Klar. Ist ja nicht Copyright Music. Nee, weil du es gesungen hast. Genau. Nee, das geht. Du darfst bloß die Originalmusik nicht laufen lassen. Geil. Ballern. Jetzt kannst du drauf. Warte, in drei Tagen ist ja schon die Fußball-WM. What? Ja, ich weiß nicht, ob ich die so verfolgen werde. Kannst du im Flug drauf? Auch wenn ich es nicht erfolge, ich bin. Ja, aber es ist ein bisschen. Geht schön unter, finde ich. Irgendwas ist bei, habe ich eine Nachricht bekommen. Habt ihr auch die SMS bekommen mit dem Katastrophenschutz, pipapo? Noch nee. Nicht. Am 8.12. gibt es wohl so ein Probe-Notfall-SMS-Ding. Das läuft dann nicht mehr über eine App, so wie bis jetzt man das hat. Das läuft dann echt über SMS, dass je nach Region wird, dass es Sachen bekommt. Das sieht gut aus, oder? Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also, Wie hieß denn mal das Spiel? Bandy and the Ink Machine. Ja, vielleicht einen zweiten Teil, ne? Pre-Sequel oder so. Lässt du mich Bandy and the Dark Revival. Das ist ja gerade auch Prime League. Es ist alles. Prime League, Valorant, alles. Und was ist das denn? Die Werbung mal ein bisschen. Soll ich das Kabel einfach hier senkrecht durchführen oder? Ja, gerne. Und dann hier noch irgendwie so ein schönes Lichtchen oder so hinstellen. Okay. Ja, okay, schade. Es gibt anscheinend. Warte, wie hieß der Bandy? Ich habe kein senkrechtes mehr. Das müsste ich erst holen. Bandy and the Ink Machine. Eine Streamerin spielt gerade Bandy and the Dark Revival. Anscheinend ein neuer Teil. Ich bin mal kurz auf Steam. Warte, ohne Energie steht hier. Ich schicke dir mal den Namen, weil ich sehe das gerade hier. Das ist der Name davon. Ja, aber ich rede gerade frei. Ja, du. Dann The Dark Revival. 24,99 €. Kurio schreibt, I like your Emo-Style. Emo-Style? Are you fucking kidding me? Emo-Style. Wow. What? Eliza. What did I do? That you say I'm an emo? You know, it's... Sieht cool aus. An emo. Someone who is crying all the time. Never mind. It's okay. You're not from Germany. You don't know what you're saying. You look dark. But dark doesn't mean emo! I'm sorry, ich wollte es laut sein. Emo is something negative here in Germany. In Amerika so auch. Das Gleiche. Ich hoffe mal in Peru nicht, weil sonst könnte jetzt gleich jemanden kicken. Okay, also. Ich habe nichts gesehen. Tatsächlich, in The Dark Revival. Gottes Willen, wie cool ist das denn? Oh, es ist teuer. Oh mein Gott. Okay. Huch! Wieder da. Oh, okay. Didn't you know that? It's something negative here in our country. Don't say emo to someone. Because you say those are those people who are crying all the day and so on. I don't know why it's negative, but, well, I know it's a lifestyle, but also it's something negative here. Was denn? Also irgendwie funktioniert das mit der Windturbine nicht. Ich befürchte so ein bisschen, das geht nur in einem Sandsturm. Oder in anderen Gebieten. Ja. Oder vielleicht ab gewissen Wind. Ja, aber wann sollte das sein? Vielleicht danach googeln? Jetzt glaube ich mal versuchen und Gorda gucken, ja. Okay. Ja. Geht nicht in dem Gebiet. Na, warte. Available in Ragnarok, so. Ja. Okay. Von Scorched Earth. Well, it's gothic hier. Da gibt es nur 20% Wind.
Ja. Und Bereiche, da gibt es 100% Wind. Auf dem Meer zum Beispiel. Wenn du nur 20% hast, denke ich, brauchst du mehrere. Fünf. Ja, 20%, um 100% wahrscheinlich zu kriegen. Okay, also reicht eins nicht. Und dann nochmal bei unterschiedlichen Tageszeiten. Frei bist du, theoretisch ready? Für was? Hast wieder Standschlag, ja, so. Ne? Ja, ja, warte. Hier sind Parasaurier Level 97. Gib nur 2 Minuten, dann bin ich soweit. Mhm. 97. Kannst so viel haben, wie du brauchst. Na, alles gut. Windmap Ragnarok. Yes, that's a word. I was searching. Ah, no problem. I just had a photo shooting today, and you know, the thing I'm wearing isn't black. I mean, it looks black, but it's gray, so I don't know. But it was kind of funny. Level 97, kranker Shit. Ich frage mich, kann man Tech und Text vielleicht paaren? Ich bin gerade dabei, Gammel. Ich bin gerade dabei. So, Tech mit Tech. Text mit Text, aber nicht die anderen mit Text. Ja, also Text mit Text. Robo mit Robo. Ja. Kannst du. Was? Ah, lol. Leck. Eventuell ist hier Medium Wind. Okay, also reicht das so nicht, dann brauchen wir viel mehr. Naja, vielleicht brauchen wir 2 oder 3. Okay. Ja. Was? Ah, ich krieg ein Freeload bei Wiebke. Was für bekommst Dead du? By Daylight. Was bekommst du? Ich krieg ein Messer für die Legion, wenn ich bei dir zuschaue. Achso, ja, ich habe mich eingestellt, dass ihr Dead by Daylight Drops bekommt, ja. Das ist ja mal richtig geil. Gern geschehen, das bekommst du als Dankeschön für deine Treue als Zuschauer. Geil. Gerne. Nee, wo steht das? Hä? Das lohnt sich ja voll, bei Wiebke im Stream zu sein. Geil. Ja, danke. Also nicht wegen mir, sondern wegen des Skins, aber. Ja, natürlich ist es auch der Content, der wertvoll ist. Wie geil ist das denn? Ist aber süß. Der Content und die Skins. Hä? Ja. Erstmal die Skins, dann der Schiffleinwand wird. Hä, aber wo steht das mit uns? Hä? Mitten auf meinem Bild. Das auf dem Stream steht es bei mir. Mitten dick und fett ist ein riesen Prime, ist ein riesen, eine riesen Prime-Krone und da steht Freeloot. Ich konnte das damals einstellen, auf jeden Fall. Und habe halt Dead by Daylight angeklickt unter Drops und so weiter. Ey, wie geil. Weil ihr spielt das ja, die es halt nebenher bekommt. Ist ja mega lieb. Gerne. Da ist auch was anderes dabei. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Don't Starve, das funktioniert nicht mehr. Das funktionierte früher. Dass man dafür nicht die Legion haben, sondern. Trotzdem ich habe ja auch einen Account Netze? Und den habe ich ja auch verknüpft und dann ging das. Naja, ich habe. Oh, es gibt neue Pinsel bei Fresco. Echt? Diese Neon-Dinger? Oder? Schon. Nee, irgendwie andere. Kohle? Herbst 2020 Pinselset von Kylie Webster. Ah. Petey's Kloppy. Ey, nee, das ist unser Kloppy. Also, oder meinst du Pete's Ja, ich brauche einen Kloppy. Ich muss Steine kloppen. Achso, der ist bei mir in der Basis. Der kleine Runde. Dreh Dudi. Oh je. Kann ich mir den ausfahren? Ja, bei mir ist ein Raptor. Ich muss weg. Und ich hab die Turbine mal abgebaut. Wir sind wohl bei 25% hier bei uns, das heißt, man bräuchte 4. Okay. Wir die bauen können. Ja, dann besser abbauen.
Ich bin soweit. Oh, das ist schlecht. Bist du denn unterwegs? Ja, ich wollte mir Fisch holen. Aber ich habe Ich bin da mal raus aus diesem Schamelo hier. Okay, ciao. Ganz viel Spaß. Ich spiele DBD jetzt. Nö. Wir schauen uns sowas an. Oh. Wenn Tim schlaf geht, dann komme ich wieder zu euch. Okay. Aber später. Viel Spaß. Ich später. Okay. Ja. Was für eine Terminierung. Also geschlafen, Tim. Okay. Tschüssi. Ciao. Boah, das ist wirklich gemein von mir. Tschüss. Ach, irgendwann. Ivo. Komisch, der hat jetzt hier keinen Sachter abgebaut, obwohl das jetzt Metall aber war. Ja, weil das ist halt der eine Dude, der macht das, also der kann nur Stein abbauen und so. Dafür brauchst du den anderen Kloppy, weißt du, wir haben ja den Ankylosaurus und die Knutschkugel. Knutschkugel, ja, die Knutschkugel ist für Stein da. Genau, die ist nur für Stein und der Ankylosaurus ist nur für Metall da. Und du siehst es auch an der Gewichtsreduzierung. Metall, also nimm mal den Stein in dein Inventar, guck, welche Zahl da steht und dann tu das wieder in das Inventar des Dingsbumses. Und der Unterschied ist enorm. So, Fisch. Gerade so ein schlechter Angler. Das lobe ich mir halt, muss mitgenommen werden. Ja, aber wir wollen nicht so viele haben. Ganz oben war ein neuer Raptor. Ich konnte noch nicht sehen, welches Level, weil ich habe Laxa mein Fernrohr geschenkt. Und habe keins mehr. Aber falls noch ein Raptor gewünscht wird, Kirk, da wäre einer, ne? Was für einer? Ganz roter. Level konnte ich, wie gesagt, nicht sehen, weil Larissa hat mein Dingsbums, aber ein sehr hübscher. Und wenn du die züchtest, dann werden es ja auch immer stärkere. So, wie viel Fisch habe ich? Nicht so viel. Ich glaube, ich muss mir mal wieder eine Itchy Sam. Level 97 ist der Para, das ist doch mal übel. Weil Para brauchen wir doch nicht unbedingt, oder? 97, ja. Aber der hat Ursprungslevel 97. Ja. Und dann wird einfach mein Pipi gehen und hab ich neun. Tasche aus. Der war halt jetzt eh da, weißt du? Ja, okay. Hätte sowieso so ein geringes Level. Huch. Ach so, oh lol, ist das ein Diplo? Yep.